Willkommen zurück zu Pokémon Silberne Edition mit Avanor. Wir sind im letzten Part in Dukatia City angekommen und haben das große Einkaufszentrum betreten. Wer Rot, Blau und Gelb gespielt hat, weiß, das ist ungefähr so wie das, was man in Prismania City hat. Es gibt ja eigentlich in jedem Pokémon-Spiel ein großes Einkaufszentrum. Und wir suchen hier einen jungen Burschen, der Pokémon tauschen möchte. Bist du das? Manche Pokémon entwickeln sich nur durch Tausch. Ich kenne vier. Mashok, Kadabra, Alpollo und Geohawk. Ich hörte, es gibt noch weitere. Mhm, gibt es auch. Ganz viele sogar. Aber du warst nicht der, den wir suchten. Bist du's? Sammle Pokémon. Hast du ein Traumato? Möchtest du es gegen mein Macholo tauschen? Ja, und wie wir das möchten. Traumato. Okay, benutze das Gamelink-Kabel. Habe ich nicht. Traumato, OT, Avanor. OT steht für originaler Trainer oder Original Trainer oder was auch immer. Also der das Pokémon gefangen hat. Avanor tauscht Traumato mit Ralf. Traumato gesendet an Ralf. Dafür bekommen wir, für Avanors Traumato überträgt Ralf Macholo. Leb wohl, Macholo, sagt Ralf. Und da fließt es. Bim, bim, bim. Macholo! Kümmere dich gut um Macholo. Nein, wir werden es piesacken und peinigen. Avanor tauscht Macholo gegen Traumato. So, das Macholo wird uns echt gute Dienste leisten. Ich habe mir Traumato besorgt, danke. Nein, ich habe dir Traumato besorgt. Und wir gehen wieder hinunter. So, jetzt gehen wir erstmal ins Pokémon Center und heilen uns. Haben wir verdient. Vor allem Curex, der nämlich schon wieder am Pennen ist. Moin, guten Abend, du bist spät dran. Ja, ich weiß, hat deine Freundin uns auch schon erzählt. Dann mach die Tür halt demnächst zu, wenn du nicht willst, dass hier jemand reinkommt, oder? Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jetzt halt wieder vorbei. So, wir haben eine Menge geschafft, wir speichern einmal kurz. Nur für den Fall. Gibt bereits einen Spielstand, überschreiben, jawohl. Dann hat das Spiel gespeichert. Gut. So, weiter geht's. Jetzt können wir uns nämlich den ganzen Trainer hier mal annehmen. Ich glaube, der Typ hat auch ein Traumato. Und das werden wir mal mit Flauschi begehen. Oh, was trägt der denn? Ja, das hat ein Item. Und welches ist das? Eine Goldbeere. Was macht die denn? Gute Frage. Aber bevor ich das jetzt mache, werde ich mal eben noch was anderes tun. Denn für den Fall, dass ich gleich irgendwo ein cooles Pokémon finde, was ich gerne behalten möchte, werde ich mal gerade die wegtun, die ich nicht mehr brauche. Und dazu gehört auf jeden Fall Togepi. Pokémon Box. Nein, wir möchten nichts mitnehmen, denn da ist nichts drauf. Pokémon Box. Wir möchten Togepi ablegen. Ja. Mit dem können wir nämlich nichts anfangen. Wir werden den Pilz erstmal behalten, weil das unser VM-Sklave ist. Macholo können wir es leider auch nicht beibringen. Insofern bleibt es leider dann erstmal dabei, dass der Pilz unser Zerschneidersklave ist. Haben wir Flausch die ganze nach oben gepackt? Nein, haben wir nicht. Gut, Tausch. So. Ich weiß, dass ich Pokémon gut aufziehen kann. Möchtest du dich davon überzeugen? Eigentlich nicht. Aber wenn du schon so vor uns stehst, wirst du es bestimmt trotzdem ablassen. Picknicker. Okay, du hast doch kein Traumato. Bodo. Man hat einen Enton. Ist auch nicht schlecht. Da hätten wir natürlich jetzt mit Flausch, mit Terrazy extrem gute Karten gehabt. Ah, vielleicht ist es sehr effektiv. Nein, ist es nicht. Okay. Enton ist erst Psycho. Das war ein Volltreffer. Das ist auch dein Glück, dass er daneben ging, der Aussetzer. Jetzt hätte ich nämlich jetzt mit Dings arbeiten müssen. Was habe ich denn ein Glück jetzt gerade? Kenne ich ja gar nicht. Und noch ein Blutsauger. Schlupf. Gut. Das gibt EP für Flauschi. Flauschi bekommt 240. Cool. Kepperbode wurde besiegt. Meine Leistung war nicht gut genug. Das ist richtig. Das kann man ohne weiteres so sagen. Der Mensch hier, das ist ein Polizist und ein Wachmann oder sowas, der wird uns nur, wenn wir bei Nacht hier langkommen,
aufhalten sozusagen. Wer ist da? Was ist dein Begehr? Also, ihr habt ja gesehen, es gibt nicht mal ein Ausrufezeichen. Man kann aber nur bei Nacht gegen ihn kämpfen, weil er dann aufmerksam ist und so. Wächter Klaus möchte kämpfen. Na, Klaus schickt Fukano in den Kampf. Aber wir haben das natürlich schnell herausgesehen und machen mit Curex kurzen Prozess aus diesem Fukano. Natürlich als Hund das passende Pokémon für einen Wachmann. Oh, haarscharf. Ja, ist so in Ordnung. Brüller tauscht unsere Pokémon aus gegen ein zufälliges oder das nächste in der Liste. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber es gibt einen Donnerschock. Sofern Terrazy nicht ausweicht. Sehr gut, es gibt einen Donnerschock von Terrazy. Und jetzt haben wir einen gebratenen Hund, einen Hotdog sozusagen. Pling, Level Up für Terrazy. Donnerwelle. Donnerwelle ist ein geiler Move, Donnerwelle paralysiert. So. Jetzt können wir mal schauen. Nee, das wollte ich noch nicht. Nein, das war zu niedrig. Herakles. Ganz nach oben. Und Herakles darf sich jetzt mal dem Typen mehr annehmen. Ich bin der Pokémon-Experte in meiner Klasse. Schön. Teenager Lorenz möchte kämpfen und schickt Mankey in den Kampf. Go, Herakles. Gibt einen Fußkick. Das war eigentlich von mir aus gemeint. Du kriegst einen Fußkick. Wow. Der Vorteil ist, Herakles wird sehr viel EP bekommen, denn Herakles ist ein getauschtes Pokémon. Und getauschte Pokémon bekommen spezielle EP. Und das ist doppelt so viel wie das normale. Spezielle 235. Krass, oder? Darum sagte ich, Herakles nachzuziehen wird kein großes Problem werden. Aber es muss halt trotzdem gemacht werden. Und gerade in der nächsten Arena werden wir Herakles gut brauchen können. Los, Curex. Aquaknarre auf Dicta. Intensität. Intensität. Oh, 10. Intensität ist ein Move, der zufällig eine Zahl auswählt, von 1 bis 10, glaube ich. Und je höher die Zahl, desto stärker der Move. Und Intensität 10 ist natürlich dann einfach ziemlich stark. Hat man das auch gerade gesehen, das hat eigentlich ganz gut Schaden gemacht. Dafür, dass das Dicta nur Level 12 ist. Wobei ich glaube, Dicta gibt Angriffs-EV und hat damit sowieso einen ganz guten Angriff. Wobei ich mir auch gerade nicht sicher bin, ob Intensität vielleicht über Spezialangriff skaliert. Aber ist ja auch nicht so wichtig. Herakles bekommt noch von uns einen Trank, denn das muss noch ein bisschen durchhalten und ich möchte nicht wieder ins Pokémon Center laufen. Kein Ball, sondern ein Trank. So. Das sieht gut aus. Und wir kämpfen den nächsten Trainer an. Hallo. Ich habe gerade mein Pokémon aus der Pension wieder abgeholt. Sehen wir mal, wie stark es geworden ist. Was hast du denn für ein Pokémon? Das Kleine da oder ist das dein Sohn? Snubbull. Das ist gut, denn Herakles kann aus dem Vieh mal eben Schnitzel machen. Ist uns egal. Fußkick, bam! Snubbull ist ein Pokémon, was hier noch vom Typ normal ist. In den neuen Editionen, also X und Y, gehört Snubbull, glaube ich, dem Pokémon-Typ Fee an, der neu dazugekommen ist. Und da hätten wir jetzt mit Herakles relativ schlechte Karten, weil Kampf nicht effektiv gegen Fee ist. Sondern sogar nicht effektiv. Pling! Level Up für Herakles. Und Karate-Schlag gelernt. Sehr gut. Pokéfan Matthias wurde besiegt. Warum muss es auf diese Weise enden? Tja. Ist etwas länger drin gelassen. Die Pension ist da oben. Sind wir eben dann vorbeigelaufen. Das war der Eingang, wo der Wachmann davor stand. Funktioniert folgendermaßen. Wir können bis zu 2 Pokémon da ablegen. Und die Pokémon bekommen Erfahrungspunkte. Die werden sozusagen gelevelt, obwohl wir sie nicht dabei haben. Und die Menge der EP richtet sich danach, wie viele Schritte wir machen. Heißt, würden wir die da einfach reinlegen und den ganzen Tag immer hoch und runter laufen, würden die ziemlich viel EP kriegen. Ich glaube, sie bekommen 1 EP pro Schritt oder so. Ja, ist jetzt nicht unbedingt so das Gute, aber halt besser als nichts, würde ich sagen. Ja, das können wir aber nicht viel machen.
Wir versuchen es einfach mal, Karate-Schlag. Oh, das macht trotzdem ziemlich gut Aua. Dann nehmen wir die EP doch gerne mal mit. Volltreffer. Ja, ich glaube, Karate-Schlag ist eine Fähigkeit, die eine sehr hohe Volltrefferquote hat. Pling, Level 14. Und er setzt Hauptspross ein. Wir tauschen jetzt aber mal direkt, und zwar auf Gyrex. Oh, wir hätten noch auf Herakles bleiben können. Na, wir tauschen gleich wieder zurück, ist egal. Gyrex bekommt vielleicht dadurch auch ein Level Up. Level 19 dann. Volltreffer. Jawohl, Level 19. Und noch ein Hauptspross. Bisasam. Was machen wir denn da jetzt? Herakles. Ist das massig? Nein, das ist nicht massig, ne? Da gibt es einfach nur einen Karate-Schlag. Und pow, pow, pow! Volltreffer. Okay. Mal testen, was Fußkick so macht. Ah, die Goldbeere wirkt. Wow, die füllt gut was auf. Dann lieber bei Kartschlag bleiben. Heuler senkt den Angriff. Ist okay, nehmen wir hin, du bist eh gleich Geschichte. Pow, pow, pow. Mit Glück haben reicht's. Ja. Schön wieder, Volltreffer. Sehr gut, Herakles, du machst deinen Job super. Spezielle 244 EP. Schlupp, schon wieder fast Level Up. Oh nein, ich habe noch nie gewonnen. Ja, frage ich mich, wie deine Pokémon so hochgekommen sind. Was kommt da auf uns zu? Bitte kein Traumato. Ein Radfratz. 11 sogar. Da können wir mal eben einen Fußkick reinsetzen. Und Pam! Voll ins Gesicht. Wow. Das ist echt, was es hier an EP gibt, das ist nicht mehr feierlich, wirklich. Dann würde ich sagen, mache ich mich sofort in die Arena auf, denn da kann ich noch ein bisschen besser Herakles trainieren. Mit den ganzen Vortrainern, da gibt es nämlich auch einige. Ja, heil mal unser Pokémon und mach sie wieder fit. Kommt wieder, ist halt wieder vorbei. Mhm, werden wir tun. So. Was gibt's denn hier? Das ist die Spielhalle, glaube ich, ne? Dein Spielplatz. Dukatia City Spielhalle. Ja. Es gibt hier auch irgendwo einen Fahrradladen. Was ist das hier? Das Bildshaus? Bist du ein Trainer? Ich habe eine nützliche Telefonnummer für dich. Ja, aber nur speichert Bills Nummer. Mein großer Bruder Bill hat das PC-Pokémon-Lagerungssystem erfunden. Wow, mach dich das prominent, gib mir ein Autogramm. Oh, du sammelst Pokémon? Mein Sohn Bill ist ein Experte. Er muss zu Pokémon Center in Teak City aufbrechen. Gut, dann werden wir ihn bestimmt noch treffen. Teak City ist die nächste Stadt. Untergrundeingang. Da können wir auch mal reingehen, da gibt es nämlich auch ein paar Trainer. Machen wir das mal zuerst. Hier können wir unser Pokémon auch massieren lassen, glaube ich. Das steigert die Freundschaft zu uns. Im Fall von Flauschi wäre das sinnvoll, weil der halt dann auf die Weise sich später zu X-Bad entwickelt. Und ich glaube, wir werden Flauschi jetzt mal nach oben setzen, denn ich meine, der hat Psycho-Pokémon. Der sieht mir aus wie ein Psycho. Ja, ich wurde aus der Spielhalle hinausgeworfen. Ich habe versucht, mit Hilfe meines Pokémon zu mogeln. Wie das denn? Hast du deinen Pomelo voll gegen den Automaten geschmettert, oder was? Oh nee, du bist ein Freak. Streber Ramon. Ramon schickt Slimer in den Kampf. Ein lila Gummibärchen. Biss. Volltreffer. Pfund. Nochmal Biss. Mein Glück haben reicht sogar schon fürs Level Up. Und ich hoffe, dass Flauschi dann irgendwann halt auch mal Windstoß oder Flügelschlag lernt. Flügelschlag wäre mir lieber. Oder halt mal irgendwas, was auch ein bisschen mehr Schaden macht. Ja, Level 17. Ne, immer noch nicht.
Ramon setzt Slimer ein. Möchtest du Pokémon wechseln? Ja, möchten wir. Wir wechseln mal auf Terrazine. Mit Macholo können wir hier nicht viel machen, beziehungsweise mit Heracles. Denn Kampf ist nicht effektiv gegen Gift und Slimer ist Gift. Und dazu glaube ich auch die physische Wall, von daher wird das nicht viel Schaden machen. Machen wir nochmal einen Donnerschock. Dann ist es nämlich auf jeden Fall passé. Slimer wurde besiegt, Terrazy erhält 200 FEP. Ramon wurde besiegt. Grummelte er. Du bist aber bestimmt ein Trainer. Hi. Meine Pokémon kommen gerade vom Coiffeur. Ich zeige dir, wie stark sie sind. Coiffeur, was ist das? Keine Ahnung. Sagt mir jetzt überhaupt nichts. Und nie gehört das Wort. Pokémaniac Takao möchte kämpfen. Und er schickt in den Kampf einen Schlurp. Da hätten wir jetzt mit, Heracles gut reinhauen können. Und darum wechseln wir auch. Aber nicht in den Beutel, sondern Pokémon. Wir haben unser Heracles ja nicht in der Tasche, sondern in unserem Pokéball. Schlurp setzt der Schneider ein. Wo hat das Vieh denn bitte Klauen? So, der Fuß müsste ziemlich gut Aua machen, weil das Vieh ziemlich massig ist. Oh ja. Schlurp ist ausgewichen. Dann gibt es noch einen Karateschlag. Oben drauf. Bam, bam, bam. Nice. 162. Oh, achso, geteilte. Wow, 243. Sehr gut. Ich glaube, das wäre, wenn Heracles alleine gekämpft hätte, glatt ein Level-Up gewesen. Münzkorb. Jetzt können wir in die Spielhalle gehen. Ohne Münzkorb haben wir keinen Platz, um unsere Spielmünzen aufzubewahren, sozusagen. Hi, wer bist du? Willkommen im Pokémon-Salon. Ich bin der jüngere und preiswertere der beiden Coiffeur-Brüder. Verschönere deine Pokémon für nur 300 Pokédollar. Also, wie wär's? Welches Pokémon soll ich bearbeiten? Flauschi. Okay, es wird cool aussehen. Bitteschön, fertig. Flauschi sieht fröhlicher aus. Ja. Wer bist du? Beschränkst du dich beim Kämpfen nur auf einen Typ? Wenn du die Stärken der Typen kennst, kannst du ihn... Ja. Wie ich ihn kenne, wird schon stimmen. Hat ein Magnetilo, glaube ich. Kann das sein? Streber Lisa? Rolf. Ja, Magnetilo. Ah ja, klar, Heracles, sicher. Denn Magnetilo ist ja jetzt seit dieser Edition auch Stahl. Es gab ja neue Typen, die kamen hier mit dazu. Und darum wechseln wir aus auf Heracles. Wer, du paralysierst mich. Das ist ein Glockadeschlag. Bam, bam, bam. Magnetilo war in der ersten Generation nur Elektro, hier ist es Elektrostahl. Streber Rolf setzt Voltoball ein. Möchtest du das Pokémon wechseln? Nö, wir bleiben mal drin. Wir bleiben mal drin. Karateschlag. Bam, bam, bam. Ja, das macht gut Schaden. Kreideschrei senkt unsere Verteidigung sehr stark. Ist uns aber egal. Wenn er mit Elektro-Pokémon kämpft, hat er sowieso meistens nur Spezialangriffe und die laufen über die spezielle Verteidigung. Level 16. Und Magnetilo, das bekommt nochmal einen sehr, sehr schönen Karateschlag. Pow, pow, pow. Pott. Heracles räumt auf. Und noch ein Magnetilo. Das bekommt auch nochmal einen Karateschlag und damit ist Heracles dann auch schon Level 17 und hat die anderen einigermaßen gut eingeholt. Beziehungsweise Flauschi, glaube ich, sogar schon überholt. So. Allerdings müssen wir ein bisschen aufpassen, denn wenn Heracles über Level 30 kommt, haben wir keinen Orden momentan, mit dem wir ihn, uns gehorchen lassen können. Die Tür ist verschlossen. Das steht nicht auf dem Schild. Bis hierher und nicht weiter. Okay, dann halt nicht. Wer bist du? Ich glaube, du besitzt seltene Pokémon. Zeig sie mir. Ja, ich habe ein Paras. Es wächst nur an komischen Stellen im Wald, wo Blumen am Boden sind.
Pokémaniac Shoya schickt Fleckmon in den Kampf. Oh, hier kann man mit Flauschi sogar was machen. Da gibt es nämlich einen Biss. Biss in die Fleckmon-Route. Attacke sehr effektiv. Tackle. Bam. Biss. So, und noch einmal Fleckmon, da kann Flauschi auch wieder drin bleiben. Und ich glaube, wir werden jetzt mal eben was machen, und zwar Blutsauger. Da können wir nämlich noch ein bisschen HP wieder auffüllen. Ah, macht fast genauso viel Schaden. Dann bleiben wir bei Biss, da kann Fleckmon immer noch zurückschrecken. Oder ausweichen halt. Das war ziemlich krass, man macht das gerade so viel Schaden. Ungewöhnlich. Eben haben die Bisse weniger Schaden gemacht. Pokémaniac Shoya wohl besiegt. Jawohl. Ich geh durch. Das war's für heute mit Pokémon Silber. Bis zum nächsten Mal und ciao.